So, und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Erstmal muss ich gucken, was ich vorhatte. Verschaffe und teste eine Allraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Schlüssel. Ja, das war das Besenrennen. Der Mann hinter dem Runden. Ja. Spreche ich mal mit ihr, oder? Erstmal muss ich gucken, was ich vorhatte. Weil da bin ich schon wieder ein paar Tage her. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sowieso schon hier bin. Gut, das Erscheinungsbild kann ich ja ändern. Schaden mit die Findo. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier habe ich auch wieder einige Sachen. Gut. Ich würde dann sogar sagen, dass wir mal ein paar Sachen verkaufen. Und danach werden wir. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Ich will nur was loswerden. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das kann ich noch nicht sehen, aber da das lila ist, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich weiß nur nicht, was besser ist. Legendär. Ich glaube, legendär ist besser, weil es am meisten Geld gibt. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, hoffe ich auch. Oh, the lane. Ich würde sagen, da teleportieren wir uns einfach mal hin. Ja, der gute Graf Wallner von Hallodri. Wo ist denn die gute Dame? Schreit denn da die ganze Zeit? Sieht schon ein bisschen interessant aus. Er war noch nie so lange weg. Es muss etwas passiert sein. Was ist denn los, Süße? Hallo, Adelaide. Ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule.
Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Das klingt irgendwie verkehrt. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, okay, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und ich hinterfrag das meinen nicht. Vater habe ich mit 5 verloren. Oh nein. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Okay, das ist was anderes. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Das kriegen wir hin. Ups. Ich wollte zwar jetzt nichts sagen, aber das war... Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut. Sie klang sehr besorgt. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockborough, am Fluss vorbei. So. Ich würde gern ein bisschen... Was war das hier? Revelio. Was ist da oben? Lumos. Was ist das? Lazio! Vitolto! Lenioso! Komm, trink! Incendio! Gut, dann nicht. So, Mondstein nehme ich mal mit. Das brauche ich ja für den Raum der Wünsche. Dann... Was sind das für Gegner? Rebellion. Ja, komm, ist egal. Na dann, komm mal her, du Lümmel. Friere ein Wilderer ein.
Vorkommen bereue. Ja, ja. Bin doch gar nicht entkommen, du Lappen. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Ich will da hin. Ich weiß zwar nicht, was der hier gemacht hat. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. So, das ist wesentlich, das gefällt mir wesentlich besser. Nee, dann gehen wir einfach mal weiterhin die Linksbums lang. Da haben wir ein paar Wilderern aufs Maul gehauen. Revelio. Hat doch auch was. Das war bestimmt wieder so eine Prüfung Merlins, oder? Revelio. Da. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ich würde gerne wissen, was mir das alles bringt. Confringo! Mich nicht klein. Das war jetzt nicht unbedingt schwer. So, diesmal die Aufnahme mal wieder ohne Stream. Ganz entspannt, ganz gechillt. Das wollte ich eigentlich mit Bayonetta 3 auch machen, aber da habe ich mir gedacht, komm, können wir da so ein Stream-Let's Play draus machen. Dann behalten wir zumindest das Zeug aufrecht, weil... Das haben wir ja theoretisch auch gemacht. Achso, das war das Straßenköterfell. Okay. Okay, Herausforderungen, Sammlungen, Talente. Ausrüstungseigenschaft, Rezeptbelohnung. Ah, das sind Erscheinungsbilder, okay. Ich verstehe. Ein Talentpunkt. Ich will mal gucken. Super getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Ja, aber das werde ich sowieso nicht schaffen. Perfekt abgestimmter Protego-Zauber lässt seine starke Explosion die Gegner Schilde bricht. Das ist vielleicht nicht schlecht. Stupor. Weiß nicht, ob ich die Haupttalente durchpetzen will.
feste Momentum hat auf Gegnern denselben Effekt wie ein Fluch. Arresto Momentum. Ein Fluch. Effekt hält länger auf einem Gegner. Was haben wir hier? Okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich weiß halt nur nicht, was das bringt. Das ist vielleicht nicht schlecht. Das fühle ich eher. Wir haben ja noch einen weiten Weg vor uns. Na gut, die Sammlung gucke ich mir jetzt nicht an. Aber was ist mit der Herausforderung? Warum ist da jetzt schon wieder eine drin? Kampf? Ach so, das, was das nächste ist, okay. Ich könnte theoretisch fliegen. Aber eigentlich habe ich darauf jetzt keine Lust. Die guten Vorfliegen. So, gibt es hier wieder welche? Ja. Ja, ich könnte jetzt hin und her fliegen, könnte versuchen, so nah wie möglich mich dran zu teleporten. Und ah, ich muss eine Allraune gegen mehrere Gegner benutzen. Ist okay. Perfekter Treffer! Aufgabe erledigt. Kontrinkung! Ach hier! Im Zettel! Gut. Das lief doch schon mal. Easy. Würde ich sagen. Ach hier. Ich habe bei einem Dorf einen Kopfbau entdeckt. Schleichen liegt. Ah, Partner. Im Zelt hier. Verfinkung. Das lief sehr gut, aber die hat sich jetzt nicht böse angehört, finde ich. Achso, das sind die. Diese Säfte. Rebellion. Hier ist sonst nichts zu finden. Muss ich jetzt nach oben oder will ich vorher in die Höhle rein? Komm, Trinko. Gefindung. Gut. Die Hunde haben gar nichts gemacht. Die haben nur... Lumos, das sollte ich untersuchen. War ich hier nicht schon? Revelio. Okay. Rostige Duellierhandschuhe. Was haben wir denn hier?
Quidditch-Handschuhe. Das klingt gut. Okay, der weiße Umhang gefällt mir aber auch persönlich. Ich will mal was gucken. Vielleicht kann ich ja... Ja. Machen wir es mal ein bisschen... Ja, Silber eher nicht. Naturwolle. Ja, farblich passt der gar nicht mal schlecht, um eher zu sein. Er ist auch nicht okay, schlecht, aber irgendwie eine Offiziersmütze. Ja, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Auch nicht schlecht. Bleibt mal so. Die Duellierhandschuhe können auch so bleiben. Ja gut, durch den Mantel ist das alles in meinen Augen Quatsch. So, da haben wir doch schon wieder ein Geheimnis gefunden. Revelio. Gut, das war's. Lumos. Super. Super, super, super. Gut. Mondstein. Ich fänd's cool, wenn man zum Beispiel Revelio noch ein bisschen verbessern könnte. Warte mal, wenn ich jetzt... Schade, dass ich nicht alle mitnehmen kann. Ja, ist ja gut, ich habe euch gehört. Au. So, hier ist doch wieder so eine Hütte. Was eine Dütte, neue Hütte. Aber die sieht so nichtssagend aus. Ein bisschen Kohle, aber das war's auch schon. Was ist das hier? Kann ich da hoch? Revelio. Gut. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich finde, man müsste auch irgendwie ohne Besen kommen. Hier hat jemand schon die Truhe geplündert. Und nu? Und nun? Protego! Contringo!
Au. Warte mal, ich muss es. Das sag ich dir. Er wird uns verraten, sobald er die Chance dazu hat. Die Menschen in Upper Hawksfield zittern, wenn sie mich sehen. Und das aus gutem Grund. Ich habe das Gefühl, hier sollte ich nicht sein. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Da bin ich mir ziemlich sicher. Rocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit kämpfen oder mit... Hier, noch einen Menschen? Lumos. Wer ist da? Nicht leise genug. Hast du was? War das schon alles? Leviosa, Lazio. Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. Ja, ich hätte jetzt schleichen können, aber das kannst du bei mir vergessen. Mega Powertrank. Hilft zwar besser als gedacht. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Was machen wir beim nächsten Mal, Leute? Macht's gut.